In unserem neuen Wirtewettstreit kämpfen 5 Restaurantchefs aus dem Bergischen Land um den Sieg. Es war mega. Es war der Burner. Es wird Gefühl und geschmackvoll. Das war ein Genuss. Dankeschön. Also, super. Simon ist hier auf dem Bombenweg. Doch der Konkurrenzdruck erfordert starke Nerven. Das ist jetzt viel zu kalt. Pfanne ist nicht heiß genug, stimmt. Ich denke, da ist was in die Hose gegangen. Ja, jetzt raus hier, Leute. Ach, das war nicht geplant. Das alte Amtshaus macht den Anfang. Hier will Inhaber Süleyman mit gehobener Mittelmeerküche punkten. Das ist eine Garnele, ganz campi, Jungs. Gell? Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Der Chef korrigiert's. Das nenne ich mal schnelle Umsetzung, ne? Oder war das nur Show? Er hat doch die Karte geändert. Ich habe doch vorhin ganz klar das Wort Garnele gelesen. Willkommen im Bergischen Land, dem nordrhein-westfälischen Mittelgebirge. Süleyman legt heute vor, sein altes Amtshaus bietet feine französische mediterrane Küche. In ihrer Piemonteca setzt Simon morgen auf weltmännische Feinkost und Genusslust. Kais Restaurant geht am Mittwoch bergisch-bürgerlich ins Rennen. An Tag 4 will Patrick im Jungbrunnen mit deutsch-mediterraner Küche punkten. Und am Finaltag verwöhnt Benedetto die Mitstreiter in der Trattoria Mille Gusti familiär italienisch. Im oberbergischen Lindlar, 40 Kilometer östlich von Köln, prüft Spitzenkoch Mike heute das Lokal des ersten Mitstreiters. Eine neue Schlemmerwoche steht an. Mein Lokal, dein Lokal ist im wunderschönen Bergischen Land. Und wir starten jetzt hier im alten Amtshaus. Vielleicht war es mal das Amtshaus oder Rathaus, sagt man woanders. Keine Ahnung. Es schaut auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Ne? Sehr gediegen. Ich würde sagen, traditionell. Ne? Und jetzt kommt's. Der Pächter, Betreiber, Inhaber, ich weiß es noch nicht, ist der Süleyman. Also würde ich jetzt mal sagen, alte deutsche Küche, klingt irgendwie anders, keine Ahnung, aber richtig interessant. Hinten sehe ich einen Biergarten, bin gespannt, welche Mischung mich da jetzt erwartet. Über 300 Jahre alt ist das Gebäude. Chef Süleyman ist 53 und ein sehr erfahrener Gastronom. Ich bin der Geschäftsführer, der Sommelier, der Oberkellner, der Koch, der Spüler, der Gastgeber, alles auf einen. Das Restaurant soll eins der schönsten im Bergischen Land sein. Ich war gewöhnt und gearbeitet immer in guten Häusern, in der Italien, in der Schweiz, in Holland und Belgien. Und danach habe ich gedacht, das muss ich auch hier führen. Ist das ehrenwerte Haus gut genug für unseren Profi Mike? So, also klein ist das ganze Ding hier mal nicht, ne? Brutal. Hallo Mike. Freue ich mich, dass du da bist. Hallo, Süleyman sagt man, richtig? Wo kommst du her? Ich komme aus Albanien, lebe seit fast 30 Jahren in Deutschland. Okay. Und seit 19 Jahren führe ich mein Haus. Mit Stolz und richtiger Liebe. Moment, du bist 19 Jahre hier an diesem Standort? Jawohl. Okay, schön, dass du mitmachst. Ich gehe da wieder, da gibt's nichts. Ne? Jetzt zeige ich alles dir richtig. Haus. Und ich bin weg. Ja, das ist schon schön zu hören, dass es echt Gastronomen gibt, die da 2 Jahrzehnte an einem Standort sind. Ne? Wo gibt's denn das noch? Da funktioniert eigentlich alles. Das kann man vorab einfach schon mal sagen. Sonst hält man sich nicht 20 Jahre. Die gute Stube, genauer gesagt, die Amtsstube ist nur 85 Quadratmeter groß. Das ist unser Kaminzimmer. Schön. Also jetzt muss ich aber kurz fragen, Amtshaus ist das, bei mir in der Gegend heißt das Rathaus? Ist Rathaus das so ähnlich, ja. Oder? Der Baron, der das hier, das Schloss hatte, war das hier für ihn sein Amt, seine Schultheißen. Aha. Wo er seine Tätigkeiten gab. Okay. Der war Bürgermeister, der war Polizist, der war Banker, der alles. Der war alles. Jawohl. Und das war sein Amt. Interessanter Job. Das war sein Amt. Und wir haben es genannt, altes Amtshaus. Das war passend zu den Geschichten und passend zu das Haus. Etwa 45 Gäste bekommt Süleyman hier drinnen unter. Aber hier mit Tischdecke, mit allem. So, das ist schon Fine Dining. Oh. Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Schöne Weine, natürlich Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien. Also du bist gelernter was? Also ich bin gelernter Restaurantfachmann. Ich dachte, jetzt Sommelier. Kommt so ein Quereinstieg oder so. Also wir haben einen richtigen Fachmann. Restaurantfachmann, Sommelier und Ausbilder. Das könnte jetzt richtig spannend werden. Also Montagsauftakt, aber gleich mal bom bom, oder? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Biergarten habe ich doch, oh, gemütlich. Hier denke ich jetzt, upsala. Jetzt wird es feiner bei den Weinen. Das heißt schon, französisch sagst du, ein bisschen mediterran, italienisch. Die Basis ist französisch, aber ein bisschen mediterranische Küche auch. Italienische und spanische Küche auch. Das schön gemixt, könnte interessant werden. Adriatic gehört seit 2 Jahren zum 4-köpfigen Küchenteam im alten Amtshaus.
Heute kocht er unter kritischer Aufsicht. Das ist der Adriatik. Servus, servus, wie heißt du? Servus, Mike. Adriatik. Adriatik. So, lass mich mal raten. Ich bin ja oft gerne Kroatien, Serbien, irgendwie so. Da würde ich das, gut, ein neues Land dazu. Heute kommen für dich Surf und Turf. Surf und Turf. Also, das Rins, ist... Rins, Campi. Gut, das ist ein, das kommt aus Nordamerika. Da ist es ein Nordamerika. Hauptgericht, ne? Und da ist es eigentlich mit dem amerikanischen Hummer, genau, und Rind. Oder wir Meeresfrüchte sagen auch viele. Und ihr macht es mit dem Scampi. Mit dem echten Scampi? Mit dem echten Scampi. Zeig mal ja den Scampi. Jawohl. Zeig her. Da gibt es ja auch immer so Thematiken. Das ist eine Garnele, kein Scampi, Jungs. Gell? Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wenn es in der Karte so steht, mit Scampi, der schickt Garnelen, da kannst du richtig Ärger kriegen. Gell? Und was steht drin? Scampi. Scampi. Scampi hat immer einen geraden Rücken, ja, und hat immer Scheren. Garnele kann nichts wirken, ne? Die ist immer auch rund, ja, und da fängt schon an. Ne? Werden hier etwa Fake-Delikatessen aufgetischt? So, was haben wir da? Wir haben das Spinat erstmal abgeschreckt. Okay. Jetzt kommt das. Das ist ein Jungspinat, ein ganz Jungspinat. Okay, genau. Auf geht's. Wie ist die Küche denn ausgerichtet? Er hat mir gesagt, Französisch, Italienisch, Schrägstrich mediterran. Was heißt denn dann Französisch, so dass ich das jetzt mal weiß und auch, wie er das meint, Herr Süleyman? Also, was soll ich jetzt antworten? Keine Ahnung, was du unter französischer Küche verstehst, zum Beispiel? Ja, das Problem ist, ich bin nicht der Koch, deswegen. Ach, du bist nicht der Küchenchef? Der ist im Urlaub. Der ist im Urlaub, na, das hat er sich verdient. Also, der Adriatik ist hineingeschubst worden in das Becken. Und gelernt hast du es eigentlich nicht? Bekommst du denn? Ich hab's nicht gelernt. Und stehst du schon immer in der Küche oder seit wann? So, bei der Eröffnung war ich dabei damals, für 8 Monate. Vor 19 Jahren genau. Warst du schon dabei? Genau. So lange kennst du Süleyman? Ist mein Onkel. Das ist mal eine Sache. Ja. Ist mein Onkel. Ja, mega. Der Adriatik hat dann wahrscheinlich gesagt, gut, dann mache ich's, lieber Onkel, ich werd's versuchen. Gell? Dann ist da ein bisschen Nervosität auch vorprogrammiert eigentlich. Ne? Und dann muss der Süße auch mal ein Auge zudrücken. Ne? Bissel. Ich bin ein bisschen sanfter. Kann ich dir irgendwas hier helfen? So, Mike, du kannst die Scampi scheren? Scampi, jetzt sage ich auch schon Garnelen. Jetzt hast du mich auch schon ins Scampi-Land geholt. Ist anstecken. Alter. Garnelen sind viel preiswerter, haben keine Scheren, einen schmaleren Schwanz und schmecken weniger süß als Scampi. Fleisch, was haben wir da? Deutsches oder wo kommt Argentinisches das her? Argentinisches. Argentinisches, okay. Da habt ihr die besten Erfahrungen gemacht, oder? Ja, ja. Aber ein Metzger vor Ort oder so, der jetzt ein gutes Rinderfilet hat, muss ich mit Süleyman mal reden, oder? Ja. Man kann mit einem guten Metzger vor Ort immer zusammenarbeiten, der freut sich. Man bekommt auch andere Preise, wenn man ihm sagt, du, pass auf, ich kaufe 12 Monate bei dir ein. Trotzdem verstehe ich auch einige, die sagen, na, ich will mein argentinisches Fleisch, das kenne ich. Ich esse es auch gerne mal, aber lieber ist es mir doch aus der Region. Ich glaube, unsere Fleischqualität in Deutschland ist mittlerweile genau dort auch angekommen. Und das schaut schön aus, ist ganz trocken und hat schon richtig gute Qualität. Und ist das gefühlsmäßig so? Schneidet ihr es runter? Bei uns wird nicht gewogen. Ich plädiere schon dazu, dass man zwischendurch immer mal wieder sich selber kontrolliert, selber immer mal wieder Portionen auch wiegt, damit man ja nicht das Gefühl verliert. Ne? Das ist wirtschaftlich sonst ja nicht tragbar. Du würzt das vorher schon ein bisschen? Ja. Ist das Salz-Pfeffer-Mischung, sehe ich, oder? Das ist Salz-Pfeffer-Mischung, okay. Ja. Dagegen ist zum Glück nichts einzuwenden. Was ist das? Das ist Pflanzenöl. Gut geeignet ist Rapsöl, weil es neutral schmeckt und hoch erhitzbar ist. Und Filet kommt jetzt in den Ofen. Wie lange? Wir stellen das auf Kerntemperatur ein. Und fragt ihr dann den Gast, ob er Wir fragen immer. Okay. Medium okay. Euer. Ich esse auch Medium. Sehr okay. Gut. Sehr gut. Alles klar. Es ist also wirklich ein Klassiker irgendwo. Aber es ist halt schon sehr simpel jetzt gemacht. Ne? Also es sind eigentlich kleine Rosmarinkartoffeln, ein bisschen Spinat und ein Steakerl und dann werden Garnelen noch gebraten. Ne? Da habe ich fast ein bisschen mehr erwartet. Wie läuft es? Ja, läuft gut. Also, bist du zufrieden? Du, ich werde mich dazu nicht äußern. Du kochst mir das in Ruhe, du kommst dann gleich raus, gell? Im ersten Restaurant der Woche will das Team heute unbedingt glänzen, um die Messlatte im Bergischen Land möglichst hoch aufzulegen. So, Mike, das ist dein Platz. Ah, sehr schön. Da, Kollege, hallo, müssen wir auch mal schnell grüßen, ne? Da werden Mittagskarten eingesortiert, oder wie? Danke für den Tipp, wir haben direkt umgesetzt. Zeig mal her. So, Mike. Das habt ihr direkt geändert? Ja. Wo ist das? Da, Rinderfilet trifft Garnele. Danke für den Tipp. Das nenne ich mal schnelle Umsetzung, ne? Alter, also mega. Hat sofort die Karte umgestellt. Also aus der Scampi wurde Garnele.
Gut. Hier kommt mediterrane Kost auf den Tisch. Mike probiert das Rinderfilet Surf and Turf mit Blattspinat und Thymiankartoffeln. Ich weiß nicht, der Süden hat irgendwie mehr Farben für mich. Ja, es ist irgendwo, die Erwartungshaltung ist dann einfach doch bei mir dann schon höher gewesen, weil du einfach so denkst, boah, die gedeckten Tische, dann hörst du über die ganzen Ausbildungen, die der Süleman gemacht hat. Aber so der erste Eindruck auf dem Teller ist so ein bisschen, ja, normal. Sorgt denn die Garstufe für Begeisterung? Könnte sogar noch 2-3 Grad weniger, würde ich sogar sagen. Ne? Na, mitten im Kern, da ist alles gut, aber da ist ein Ticken zu weit. So, vielleicht im Wettbewerb nachher. Ja, ich 50. Wollte das mit weniger Grad eigentlich machen, aber hätte es zu lange gedauert. Ja. Jo, kannst du nachher noch machen. Ne? Eigentlich sollte jetzt schon alles perfekt sein. Mikes Wertung kann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ein bisschen Portwein habe ich gesehen, steht auf dem Regal. Kann man die Soße mal ein bisschen feiner machen. Du bist Weinliebhaber. Du gibst ein Vermögen da drüben für deinen Wein aus. Und dafür verlangst auch Geld. Natürlich. Naja, dann verlangst halt noch 2 Euro mehr und dann kaufst noch ein deutsches Rinderfilet und noch mal, weißt du so, das wird das verstanden. Das sind wir dabei. Wir haben hier einen Bauer hier in Ort, der hat bei uns geheiratet. Der hat jetzt mittlerweile eine große Zucht mit reingezogen und da möchte er super. Naja, wenn er jetzt diese Tipps so umsetzt, wie er die Karte so schnell umgestellt hat, ne? Das wäre natürlich toll. Es ist alles gut. Es fehlt mir noch der letzte runde Schliff. Dann mache ich mir vielleicht noch ein bisschen frisch als Salat, bisschen modern obendrauf. Mediterran, ein bisschen Granatapfel, Parmesansplitter. Nimm das als Tipp und nicht als Kritik auf. Ja? Überhaupt nicht. Alles klar? Kritik hilft uns weiter. Das ist ein guter Tipp und Tipp hilft auch weiter. Komm her. Applaus oder Graus? Wie lautet dein Fazit? Doch, das ist jetzt der Montag gewesen, ne? Also, ganz tolles Haus, muss ich sagen. Unfassbar. Man kommt aber gleich rein mit so einer Erwartungshaltung. Tischdecken, alles toll gedeckt. Küchenchef. Übrigens, der muss auch mal frei haben und Urlaub haben. Und der Adriatik hat es super gemacht. Ich glaube einfach, dass nur ein bisschen Luft nach oben ist. Da hoffe ich jetzt einfach darauf, dass sie diese kleinen Stellschräubchen, die ich Ihnen als Vorschlag gemacht habe und als Tippgeber da war, ja, annehmen, umsetzen. Die Zeit hätten Sie dafür. Danke, Mike.